Das ist alles. Nein, ich will nichts zurück. Ich wollte. Entschuldigung, falscher Knopf. Matter, what happens to me. Ja, wir müssen zu Chloe. I can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything from here. Ja, geil. Wie soll ich das denn machen? Hallo? Schulbücher, Tablet. Das eingepackt. Kate. Okay, Jefferson. Here's my fucking photo for the contest. Hi, Kate. Oh. Hey, Max. Kate, listen to me. I am. Always remember that you're not alone. I've got your back no matter what happens. So do a lot of other people. We all care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I don't know what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. No, das ist voll toll. Auch wenn ich gerade voll Panik schiebe. Thanks. You always know the right thing to do. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Wir kommen aus dem Foto nicht raus. Das letzte Mal sind wir aber auch aus dem Foto rausgekommen. Was mache ich denn jetzt? Ich sollte... Oh, Rachel. I'm sorry. Ich hänge hier echt irgendwie... I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Was? Genau, wie man es... Was auch immer. Victoria. It's nice to know how you really feel. Mein Handy ist platt und mir ist langweilig. Zeit für Poesie. Warum gab ich das Wort für das Bild auf? Weil ich kacke bin. Aber Mark Jefferson ist klasse. Alle hier lieben ihn. Aber er scheint sich nur für Maxie zu interessieren. Ich will sie hassen, aber es wäre ihr egal. Leid ist eine Sünde, Vic. Krieg dich wieder ein. Das ist echt süß zu wissen, dass sie eigentlich neidisch auf uns ist, aber das bringt uns halt so gar nichts. Foto geben. Mr. Jefferson? We need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. That's okay too. Alter, wo kommt unser Selbstbewusstsein her? That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to put themselves out there in the world. Ich hab so Herzrasen, Entschuldigung. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo. And maybe both of us will be jet setting to San Francisco this Friday. Gott bewahre. Maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Oh Gott. Ich hoffe, das haben wir gefixt. Wo werde ich jetzt wach? Chloe? Das ist so geblieben? Das ist auch so geblieben. Das heißt, Chloe, haben wir es geschafft, irgendwie zu retten? Oder? Die haben das Labor, den Darkroom gestürmt.
Sie haben Jefferson gefangen genommen, oh Gott sei Dank. Und Nathan. Sie haben Rachel gefunden. Oh Gott sei Dank. Sie gewinnt den Wettbewerb. Das ist jetzt süß, aber... Chloe lebt. Gott sei Dank. Wow. Wir haben es gefixt, scheinbar. Wir sind auf Flug. Also wir sind im Flugzeug. Auf dem Weg nach San Francisco. You're okay, Max. You're safe. Aber wir sind nicht zurück. Wir sind noch nicht richtig zurück. Oder? I hope I did everything right this time. Es sieht immer noch alles so komisch verwaschen an den Seiten aus. Örtlicher Lehrer verhaftet. Good work, David. Lass mal auf dem Handy checken, was Sache ist. Du bist genial, Max. Ich bin so stolz auf meinen Superstar. Chloe lebt. Oh, you're alive. Start your career. You're alive. I did it. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das alles gefixt ist. Was ist mit dem Tornado? Das Flugzeug sah gerade nicht aus, als wäre es. Es sah aus, als wären wir in der Vergangenheit. Oder panicke ich gerade? Da! Da, guckt euch das an. Wir sind noch nicht zurück. Wir sind absolut noch nicht zurück. Das ist nicht das Flugzeug. Be careful. I'm still between realities. And I can't focus on this one for too long. Das ist es halt. I can't wait to land in Frisco. Nope. The beginning of the end for Jefferson and the Prescotts. Two Moon Diner. Inmitten alles Unwetterchaos in Acadia Bell, wie Schneeball außerhalb der Saison und gestrandete Wale berichten Einwohner, gestern Abend gegen 20 Uhr zwei Vollmonde gesehen zu haben. Zeugen geben an, dass die doppelten Monde klar am Nachthimmel zu erkennen waren, bis nach kurzer Zeit Wolken aufzogen. Das Ausbleiben von Video- und Bildaufnahmen veranlasste örtliche Meteorologen zu der Annahme, dass die Vorstellungskraft aufgrund des neuesten Öko-Chaos übersteuert. Blackwood-Sicherheitschef entdeckt Bunker und Skandal. Im Laufe der Untersuchung diverser Hinweise von David Madsen, Sicherheitschef an der Blackwood Academy, fand die Polizei am Dienstag eine bizarre Kammer im Untergrund, die angeblich vom Lehrer Mark Jefferson und Schüler Nathan Prescott benutzt wurde, um junge Frauen unter Drogen zu setzen, zu entführen und zu fotografieren. Obwohl an den Opfern keine weiteren Anzeichen physischer oder sexueller Gewalt festgestellt wurde, schockierte diese Enthüllung des beschaulichten Städtchens Acadia Bay. Selbst gegen Sean Prescott, ein einflussreicher Geschäftsmann der Umgebung, wird jetzt wegen seiner Rolle als Besitzer der Scheune, unter der sich die Hightech-Dunkelkammer befand, ermittelt. Auf der nächsten Seite fortsetzen, okay? Was ist das hier? I have to admit, I love being called an artist. Die Galerie Zeitgeist präsentiert Helden des Arters Kunstausstellung, okay? Sie weiß es also, dass es nicht die Realität ist. Wir sind fast gesehen, ich bin total gestresst, aber auch total aufgeregt. So excited too. It's so weird to be in between realities. Everything is out of focus and in the distance. Aber was ist mit der Realität? Wir sind gerade zwischen den beiden Realitäten. I haven't seen Hot Dog Man in forever. Chloe and I used to totally play the video game and watch him all the time. When we were innocent. Excuse me, sir. Please fasten your seat and stow any electronic gear until the plane is on the ground and at the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. We hope you enjoyed your trip and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller, so I won't have to fly at all anymore. Das habe ich gesehen, Director Rails sprechen.
How did you sleep? Hope I wasn't snoring out loud, man. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell. So I hope you'll forgive me. Between Mr. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally get it, Principal Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes Contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco. Nö, Jefferson ist recht nicht. You have a great experience here. I already am, and we're not even there. Ich will in die Realität. Ich will wissen, was in der Realität ist. Genau deswegen. Christ. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Wo landen wir jetzt? Wir sind gelandet. Oh Gott. Ganz ehrlich, es hätte jetzt meines Erachtens echt alles passieren können. Ich habe so Panik gehabt zwischen den Realitäten. Aber wir sind in der Galerie. Alles ist gut. Alles ist cool. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, dass, wie das jetzt den Tornado verhindern soll. Ich bin immer noch einfach mega angespannt. Das... Nein. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max, after this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. I better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Eigentlich schon. Also ich, ganz ehrlich, das fand ich jetzt von Director Wales richtig cool. Also das war wirklich so ein bisschen. Wow, Sir Max. You did it. So ein bisschen auf sie wirklich aufgepasst hat. I went from the dark room to this gallery. I've been through so many realities in one week. Life is strange. Weird. Es wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Life is strange. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean San Francisco. Eine Geschichte in Bildern. Jetzt gibt's jede Menge zu sehen, jede Menge zu lesen. Da ist ein fettes Küken drauf. I had time to go see those murals here. I need to drop some serious cash in there. Mäzene und Spende, verschenken Sie Kunst, spenden direkt im Kunstprogramm, okay. So, jetzt gibt's wieder viel zu lesen. Hallo. I never thought I'd get to speak to a gallery receptionist about my own work. Why, good morning. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Okay. Was habe ich hier? Zeitung. Zeitung. Ich will die Zeitung. Wow, sir. A Danny Lee article. The Golden Gate Reporter. Ich ließ meine Kunst in San Francisco. Ja, ich wurde mit einem Bart. Was? In einem Bartzug geboren, wortwörtlich. Es ist eine lange, unglaubliche Geschichte, die ich hier nicht wiedergeben möchte. Dafür wird Alkohol benötigt. Prost, Mama. Das mag meine obsessive Liebe für die Bucht und ihre
Außenposten an Künstlern und Dissidenten erklären. Trotz der rapiden gentrifizierten, keine Ahnung, Gentrifizierung, oh Gott, florieren Künstler und Erschaffer entgegen alle sozioökonomischen, Alter, Drucks, genau, das ist ihr Markenzeichen. Galerien wie Zeitgeist und Milkovich Fashion arbeiten mit diversen Gemeinschaften zusammen und praktizieren, was andere Mäzene nur predigen. Ich bin gerade noch so, what the fuck? I wonder how it is to live in a submarine like that. It must be really claustrophobic. The revolution will not be televised. Wir haben einen Haufen Flyer. I love how much cool art is going on all over the Bay Area. Unlike Arcadia Bay. Some mysteries should stay that way. Ich lasse das jetzt einfach mal so. How fun. Yes, Warren would definitely go ape over this show. Okay. Holy shit. This flyer was designed just for Chloe. But what would I wear? Okay. Ich soll mich jetzt wie ein Erwachsener benehmen und Dinge machen. Here I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Okay. It's great to read all these comments. Even the mean ones. So, eine Inspiration, nicht so gut wie die Show letztes Jahr. Da möchte ich direkt selber Fotos schießen. Die Zukunft der Fotografie beginnt hier. Diese Helden wählten den Pfad des geringsten Bedauerns. Ein großartiges Beispiel totaler Überwachung. Alles klar. Ihre 15 Minuten rum sind fast um. Danke, das ist ja schön. Okay. Ich gehe jetzt erstmal nach unten. Auf ein Foto machen? Nein. Ich nehme die Kamera einfach. Das fällt überhaupt nicht auf! That looks familiar. This might be too metaphoric. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Sorry. Ich dachte, es ist ja noch was anderes außer... Oh mein Gott! Ja, nein, 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 nein! Ja, ich weiß. Ich vertue mich immer mit den blöden Tasten. Muss ich das Foto jetzt nochmal schießen? Ich spreche sie jetzt nochmal an. Geh dann aber direkt. So. Ich bin jetzt... Red nicht mit mir. Look at this print. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. Wie süß. You can definitely find out those details. The story of a photo, if you know how to look at all. Wie gesagt, ich denke hier gerade einfach nur so, wow, was es kann. I do not understand art. Das findest du toll, ne? Well, I have to say, this is the best everyday hero show I've seen since it began. Das ist klar, dass all the pictures say a lot about our times. Bravo. Das ist klasse, das gefällt. I guess everybody is a photographer now. Das kann auch theoretisch jeder sein. Na, komm her. Danke. Excuse me. I just wanted to tell you how much I loved your photograph. I've seen a lot today, but there's something powerful and understated in yours. I can't wait to see much more of your work in the future. Dankeschön. Das ist mein Bild. Ein Journalist. Hi, excuse me. You're Max Caulfield, right? Yeah. Yes. Sorry to bother you, but my name is Danny Lee, and I'm with the Berkeley People's Herald. I edit their art section, and I totally dig your work. Now, I know the whole ironic selfie thing is kind of played out, but there's something
timeless about your images, so I'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance. Here's my card. So great talking with you, Max. You too, Danny. Wie süß. Ich will das jetzt noch nicht ansehen. Das tue ich erst. Exposure, bad framing, bad picture. I could have done this so much better. Alles klar, so einer bist du also. Ich setze mich erstmal hin. Erstmal. I can't believe I'm in San Francisco. How can I process this after all the death I've seen this week? I wish Chloe was here with me now. Without her, I couldn't have fought Jefferson. And she always pushed me to not be shy about my photos. Even if that feels so trivial after what happened with Rachel and Kate. But for whatever reason, I have this power. I hope I finally used it right. Meines Erachtens ist Chloe sehr, sehr häufig gestorben. Deswegen dachte ich halt wirklich, es ist dieser Butterfly-Effekt, dass sie sterben muss. Aber ich glaube nicht, dass dieses Kapitel anfängt und dann nach 20 Minuten zu Ende ist. Ich wollte nur sagen, congratulations und ich hoffe, du bekommst viel mehr Aufmerksamkeit. Kennt ihr das, wenn ihr dieses Gefühl habt? Das macht mich so sad. Like I was back in high school. Kennt ihr das, wenn ihr dieses Gefühl habt, dass das irgendwo noch ein Haken? Den suche ich gerade. Ich meine nicht den, an dem die Bilder hängen. Usually these kind of contests, they put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. God, I love art. You must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren Francis and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Okay, sorry, ich war jetzt gerade abgelenkt, nochmal. You must be the everyday hero from Blackwell. My name is Lauren Francis and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Detroit? Alles klar. Ich habe da letztens erst so ein Spiel gesehen bezüglich Detroit. Da waren so ein paar Androiden. I wonder if I can buy these everyday heroes pictures. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure and I just wanted to let you know how cool your entry was. Alles klar. Detroit, also, hm? Macht mich so ein bisschen. How do these galleries afford to rent here? Mich so ein bisschen stutzig jetzt. I know it's kind of simple, but I find this haunting. Right? The instant print makes it look timeless. Nostalgic melancholy. A teenage girl. Who's the artist? I think it's for some contest. That's cool. Seems pretty mature. Ich will mit den Typen reden. Hallo. Manchmal ist das echt buggy. Oh, hey, you're the one who entered the self-portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects the focus. Oh, very smart. Alles klar. Zeitung? Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Good. Bekannter Fotograf und Lehrer für Mord und Entführung verhaftet. Ja, shit happens.